Hola Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Und wir haben ja schon das Sonnenband und in der letzten Folge waren wir in der Wunschhöhle. Und danach, na, ich gucke da jetzt nicht nach, was das ist. Und danach haben wir uns hier auf den Weg in die Drachenhöhe gemacht, auf die Drachenhöhe gemacht. Passt glaube ich besser, okay, Blendsamen, das können sie behalten. Ja, auf die, hierher halt. Auf die Drachenhöhe gemacht, Top-Elixier. Habe ich irgendwas, was ich hier wechseln könnte, was man jetzt nicht so unbedingt braucht? Nein, das behalte ich alles. Dann trinke ich das lieber. Anstatt ich es verschwende, trinke ich es. Ja, wir sind auf der Drachenhöhe, um uns die VM-Fliegen zu holen. Damit wir danach auch nochmal auf den Himmelsturm können. Ja, toll. Ja, geil. Jetzt gerade, als wir das Top-Elixier verbraucht haben. Ist auch gut. Und dann gerade noch Pulverschnee, ne? Also ich hätte mit nichts anderem ein Problem. Aber Pulverschnee, naja. Übrigens hier Silberdorn, ne? Sind die? Nein, sind sie nicht. Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Das habe ich schon die ganze Zeit gesagt. Ich war es aber nie. Aber jetzt muss ich mich wirklich mal anstrengen, dass ich vorsichtig bin. Ist das ein großer oder nochmal ein großer Apfel? Den wechsle ich doch glatt mal gegen einen. Oh. Ich habe keinen normalen mehr. Egal, dann bleibt der Chaos-Sam halt hier. Bei einem großen Apfel lasse ich mir nicht entgehen. Große Äpfel sind nämlich sehr wertvoll. Oder auch nicht. So wertvoll wie Äpfel halt sein können, ne? Oh, sehr gut. Ach, schon wieder daneben. Jetzt aber. Yeah. Was hat unser Freund hier eigentlich? Ein Wuchtorb, also das nützlichste auf der ganzen Welt. Ebene 30, wir kommen. Wir kommen dir immer näher. Oh, ein Top-Elixier. Immer noch nichts Gutes. Keine guten Items liegen hier rum. Keine guten Arbeiten, wollte ich gerade sagen. Keine guten Arbeiten. Cool, das ist ja ein toller Raum. Keine guten Items. Und da war ein Dragoran. Betonung auf war übrigens, ne? So. Drachenhöhe E28. Jetzt können wir mal gucken, ob die hier irgendwas Tolles anbieten. Oh, der hat überlebt. Okay, interessant. Jetzt können wir mal gucken, ob der irgendwas ganz Tolles anbietet. Ach so, weil es wolkig ist, sieht das weniger ab. Ich verstehe. Ja, guten Tag, Hecleon. Du bietest eh nichts Tolles an, deswegen lege ich dir erstmal das Zeug hier hin. Toll, das hat sich sehr gelohnt. Deswegen lege ich dir dann halt das Zeug hier hin. Denn ich will von Kanimani den Wuchtorb loswerden übrigens. Ne, ich will ihn loswerden. Ablegen. So, wir kriegen dafür 150 und haben, will er jetzt wieder von ihm, falls wir ihn abkaufen wollen, 300. Wucher, Wucher ist das! Defense-Schal, Heilband, Persenband, Wechselorb, ja, ganz tolle Sachen. Naja. Drachenwut war jetzt vielleicht nicht die beste Entscheidung, die das Dragoran auf Dratini einsetzen konnte. Hier, jetzt müsste es eigentlich wieder klappen mit einem. Ja, jetzt geht das wieder. Ja, Wolke, ich mache dir immer so ein bisschen schlechter. Oh, ein Belebersamen. Den kann Dratini gerne mitnehmen. Dagegen habe ich nichts. Das ist ein Item, was ich gerne wieder aus dem Partnerareal raushole. So, und da ist unser Ziel. Das Ziel dieser Exkursion. Hier ist der Schlüssel. Und dort drin ist Fliegen. Das habe ich nie verstanden. Man kann das nicht einsetzen. Also VMs kann man nicht einsetzen, solange man noch im Dungeon ist. Hier, ich kann dieses Fliegen. Geht nicht. Und hey, ich habe gerade gesehen, ich habe die Stöcke aufgebraucht. Das heißt, ich kann den Belebersamen hier mitnehmen. Und dann muss ich gar nicht mehr in das Partnerareal. Sehr schön. Oh, naja. Vielleicht ja doch. Nein. Ich will nicht in das Partnerareal. Das dauert zu lange. Das dauert eigentlich überhaupt nicht lange. Aber trotzdem, ich will nicht.
Brutalanda. Daneben. Brutalanda, habe ich gesagt. Toll, danke. Warum sammeln sich da... Ich meine, wieso? Was hat das jetzt... Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. So, und nochmal hier. Das sind Dinge, die Pokémon tun, die keinen Sinn ergeben. Aber, naja. So, noch das Geld mitnehmen. Und wir haben es geschafft. Wie gesagt, dieser Dungeon hat kein Ziel. Wir sind dort nur reingegangen, um das Fliegen zu holen. Und der Sonnenband ist halt ein schöner Bonuseffekt, ne? Also... ein nicht allzu schlechter Bonuseffekt. Ich weiß zwar nicht, wir werden das eh nicht brauchen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. So, jetzt fliegen. Einsatz für Arktos gegen Fassade. Ja. Eisstrahl ist ab und zu mal noch ganz gut für Fernangriffe halt und falls man dann doch mal in irgendwelche Bedrängnisse gerät. Da kann man auch mal eine Attacke daneben schmeißen, ohne dass man gleich einen in die Fresse kriegt dafür. Was gibt's denn da? Müll. Was gibt's denn da? Auch mehr. Auch Müll. Eigentlich ist es ziemlich viel Geld, aber ich brauche kein Geld. Guck mal, ich habe jetzt schon wieder 3794. Und hier müssten wir auch noch 900. Nee. Doch, ne? Ja, 3000. Ja, komm. Nee, das reicht nicht. Na, ich habe gesagt, dass. Reicht nicht. Aber ich muss gleich nochmal nachgucken, wie viel Knuddeluft denn braucht, damit es uns die nächsten noch freischaltet. 7000, 7, 6 sind 13, 21, 29, 30.500 braucht man noch. Und es reicht ja doch. 6.500 kann ich mir mitnehmen. Abheben 501. Okay, damit kann ich auch leben. Dann trage ich jetzt halt einen Pokédollar mit mir rum. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, die Geheimhöhle. Damit können wir ein Pokémon namens Mewtwo anschließen. Wir wissen ja schon, wo es lebt. Nee, wisst ihr, ich glaube, ich gehe jetzt nicht in... Gehe ich jetzt erstmal in Himmelsturm, um mir die restlichen Gummis zu holen, weil wie viele IQ hat ein Arktos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, erst 9, Alter. Nee, das geht nicht. Ich mach das irgendwann mal offscreen. Das kann ich jetzt nicht bringen. So, Performband weg, Sonnenband weg. Das kommt weg. Das kann ich sehr gut behalten. Mache ich so. Eine Sinnelbeere, ein Belebersamen, Sichtsamen kann wegfliegen, habe ich schon beigebracht. Steril Orb für das Zeug. Ja, sieht doch gut aus. Damit kann ich leben. Was steht uns denn jetzt noch offen? Ich würde gerade nochmal hinten dran gucken, wegen Rettern und Meditalis, weil die ja letztes Mal was gegen Übergänger gesagt haben. Silbergraben und Westhöhle. Mehr bleibt mir nicht übrig. Silbergraben und Westhöhle. Silbergraben und Westhöhle. Für beides brauche ich Peter, da ich für das eine Taucher und für das andere Surfer brauche. So, zum Team, ja. Quapo schicke ich dann aber wieder nach Hause, selbst wenn es nützlich sein kann. Ich mag das lieber alleine. So, jetzt. Jetzt ist die große Frage, für was entscheiden wir uns? Silbergraben oder Westhöhle? Silbergraben muss ich dann eh noch ein zweites Mal machen, also ist das komplett egal. Komm, machen wir erstmal die Westhöhle. Die ist nämlich, glaube ich, ätzender. Westhöhle U1. Auch wenn sie momentan noch recht friedlich scheint. Ich hätte mir vielleicht mehr Dornen mitnehmen sollen. Was kann Quapo denn alles machen? Ja, komm, hier Hydropumpe. Doch, ich glaube, ich laufe erstmal eine Runde mit Quapo rum. Kann immer ein helfen hier, kann immer eine Hydropumpe einsetzen. Hier ist noch ein bisschen Geld für uns. Und wie schon gerade angedroht, 99 Ebenen.
Das dauert wieder ein kleines Ründchen. Wir werden so schnell nicht wieder hier rauskommen. Es sei denn, es geht weiter so schön schnell, wie es momentan läuft. Anwendersuche. Rein theoretisch alles, rein praktisch ist das schon eine etwas schwierigere Auswahl. Ich mach erstmal Windstoß. Auch wenn ich eigentlich gerne einen Rettan hätte. Weil ich mag Rettan und ich mag Arbok. Ich hatte mal eins trainiert auf der Goldenen. Da habe ich extra so lange gespielt, also dieses Glücksspiel gemacht. Ein Mauzi, ein Anfangs-Pokémon. Eigentlich ja, aber eben nur eigentlich. Ja, da habe ich so lange dieses Spiel gespielt. Ich weiß nicht mehr, was es da richtig ging. Auf jeden Fall dieses Glücksspiel, um Münzen zu gewinnen. Oder damit ich mir da einen Rettan kaufen kann. War das Gold oder war das Hard Gold? Ich weiß es nicht. Aber eins von beiden. Habe ich mir da extra einen Rettan geholt, weil ich einen Arbok haben wollte. Und wisst ihr auch, warum ich eins haben wollte? Weil Arbok rückwärts Cobra heißt. Denn ich bin schleu und habe das ganz alleine rausgefunden. Ich musste nur Wikipedia suchen. Und da habe ich das dann gesehen. Nein, Mauzi, sorry. Anstatt ich hier alles schon mal, alles Zeug hier schon verschmeiße, kann ich erstmal gucken, ob das so funktioniert. Es funktioniert nicht, wie man gerade eben gesehen hat. Ach komm, Mauzi, das muss doch nicht sein. Oder hier, guck mal, das muss nicht sein. Ich habe es ihm gerade bewiesen, jetzt glaubt er mir. Und da ist er gerade verschwunden, weil er das seiner ganzen Familie erzählen will. Dass es nicht reicht, wenn man normale Vorstöße macht. Hier, es reicht nicht. Und Rettan wird das auch gleich seiner Familie erzählen. Warte, gleich, wartet, gleich. Jetzt erzählt er seine Familie. Dass ein Vorstoß nicht reicht. Jetzt haben wir es ihm bewiesen und jetzt glaubt er uns auch. Und jetzt ist alles gut. Fabi glotzt jetzt auch gleich weiter, auch wenn er sich eigentlich nur hätte umdrehen müssen, aber manche Leute sind halt nicht so klug. Der andere ist gerade gegangen, um seinen Bruder zurechtzuweisen, dass er sich eigentlich nur hätte umdrehen müssen und nicht gleich nach Hause rennen. Was laber ich hier eigentlich für Mist? Das ist kein großer Mist, oder? Nein, das ist schon berechtigt. Das ist nur minimal groß. Wenn man minimal mit sehr definiert. Ach, Kacke. Kacke. Mein Lebensmittel ist nämlich wieder versaut. Oh, sehr gut. Ist nämlich wieder versaut worden, wie man gerade sehen konnte. Hier am Arenabeere können wir gleich verschlingen. Wie die Tiere, die wir sind. Oh nein. Oh nein. Schrecklass nach. Ein waschechter Monsterraum. Ich hoffe, wir werden ihn überstehen. Ich weiß gar nicht, das meiste, was ich je abgezogen habe, war mit einem Arktos Level 100, glaube ich. Ein Volltreffer mit Pulverschnee plus irgendwas Hohes. Hat dann 1400 irgendwas abgezogen. Na, war schon nicht schlecht. Daran habe ich mich gerade erinnert, als ich bei dem Bluebella das gesehen habe, dass es gerade 600 abgezogen hat, der Pulverschneeangriff. Ah ja, Quapo ist übrigens ein Schwimmer. Das wusste ich so noch nicht. Deswegen musste er immer das sagen. Oh, sehr gut. Ja, Alter, jetzt reicht's mir aber hier mit den Fallen. Zum Glück habe ich die wirklich schlimmen nicht aktiviert. Wolkig, mit Aussicht auf Fleischbällchen. Wobei hier eher trifft der Fall ein Wolkig mit Aussicht auf Arschtritte. Bluebella, ja, wow, jetzt habe ich aber Angst. Oh nein, ein Lockduft, nein! Ja, Quapo ist ja dabei. Aber später schicke ich das dann. Oder? Quapo ist eigentlich von Vorteil, ne? Also wenn man sich das so richtig überlegt, ist Quapo eigentlich sogar von Vorteil. Er kann uns helfen, falls uns die Nahrung ausgeht, dann können wir auf Quapo wechseln. Er kann mit über Wasser gehen, das heißt, er behindert uns nicht.
Falls unsere Attacken mal daneben gehen, dann kann Quappo die Gegner besiegen, weil er auch nicht der Schlechteste ist. Und er verhindert negative Wettereinflüsse und Explosionen. Also, ich finde, ehrlich gesagt, gerade gefallen. Ach, ja, danke. Jetzt ist der Steril-Orb hin. Das heißt, jetzt müsste ich einen zweiten Steril-Orb finden. Ja, ich sehe es schon kommen, dass meine Röntgenaugen dann wieder ab Ebene 25 oder so wieder verklebt sind. Oh nein, schon wieder... Oh, Miltan, cool. Schon wieder ein Monsterraum. Ach Leute, komm, warum geht der überhaupt daneben? Hä? Muss das sein? So habe ich das eigentlich gar nicht bestellt, aber okay. Na komm, einmal lasse ich es noch gelten. Jetzt hör auf damit. Danach wird's lächerlich. Was bist du denn? Du bist einmal Raub. Meine wurden nicht aktiviert, Glück gehabt. Leute, was ist denn nur hier los? Tausende Fallen. Die mir gar nicht gefallen. Ahahaha. Aber der lustig. Nee, aber wirklich, das ist... Meint ihr nicht, das ist ein bisschen übertrieben, Leute? Freunde, Leute, Freunde, Leute, Leutfreunde. Freuds, Leute. Sigmund? Also, ihr wisst schon, Sigmund Freud, also... Ach, komm schon. Ich hasse euch alle. Die Fallen sind überhaupt nicht übertrieben. Nein, das ist genau die richtige Anzahl an Fallen, die eine Dungeon-Ebene haben sollte. 8 Milliarden. So, jetzt regnet's. Das kommt Quappo gerade recht. Der kennt sich damit aus. Ja, Quappo, zeig mal, wie du dich damit auskennst. Ja, sehr gut. Wow, Quappo, du bist mein Held. Oh, ein Tauros. Mein Problem ist... Nein, Tauros, sorry. Mein Problem ist, ich habe nicht genug Wurfdinge mitgenommen. In der Ruine hat man noch genug gefunden. Ich war eigentlich der Annahme, dass es hier auch so ist. Und jetzt kribbelt meine Nase. Ich muss mal auf Attacken umschalten. Nein, nicht niesen. Nein, nicht niesen. So. Ja, wenn das passiert, dann festhalten, ja? Also. Ja, aber jetzt schaffe ich erstmal Platz in meinem Inventar. So, und ein Slot ist plötzlich frei geworden. Ohne jegliche Ankündigung. Oh, ein Fluffeluff. Warum habe ich das getan? Ich hätte doch einfach nochmal... Naja. Oh ja, das will ich unbedingt. Tauros. Ja, komm. Oh, ja, ja, ich habe gerade gesehen. 4, das... wow, ich bin reich. Bin ein sehr reicherer Mann. Wobei, Arktos ist ja gar kein Mann. Arktos ist ja geschlechtslos. Wobei ich das nie verstehe. Nur damit sie sich nicht fortpflanzen können, haben sie die Viecher geschlechtslos gemacht. Ist irgendwie ein bisschen gemein, aber... Na gut. Na gut. Oh, Kangama, das wäre geil, aber das kann nicht über Wasser gehen. Oh, ein Arbok. Weil du, Abrock heißt rückwärts Kobra. Ach nein, wirklich. Ist genauso gut wie die Leute, Girafarik, Steril-Orb will haben. Nein, Tauros, sorry. Der da unten hat ein Steril-Orb. Im Monsterraum, natürlich. Oh, Psyana, cool. Ich mag Psyana. Psyana ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Ah ja, Arktos recht. Jetzt bin ich wieder dran. Okay, ich würde sagen, das. Wieder tausende Fallen hier. Ja, war klar. Okay, bisher nur eine. Steril-Orb. So. Jetzt haben wir wieder was, was klebrig werden kann. Ein Steril-Orb. Ah, na komm, mach halt mal Eisstrahl.
Ich bin gespannt, wann sich Quappo umdreht und dem eine... Oder kannst du gar nicht mehr? Doch, du kannst noch fünfmal. Ja, okay. Jetzt feuert den Quappo eh eine rein. Reicht aber nicht, weil die Sonne scheint. Aber ist egal. Das Vieh flüchtet ja eh, wie ich gerade sehe. Sianna! Sieht irgendwie seltsam aus in diesem Spiel. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie gruselig das hier aus... Naja, gruselig in Anführungszeichen. Merkwürdig. Seltsam hat schon ganz gut gepasst. Da war das Flüchtende. Meint ihr nicht, dass das langsam ein bisschen viel wird? Nein? Also... Naja, Computerwesen sind unerschöpflich. Ich will ja gar nichts sagen. Im Wasser könnte Quappo... Ach Gott, jetzt hör auf damit. Im Wasser könnte Quappo ja sogar Taucher einsetzen. So, ich gehe wahrscheinlich so bis auf die... Warte mal, wie spät ist es jetzt? Was sagt die Uhr? Gehe ich noch auf die 18. Weil die Uhr sagt eigentlich... hör am besten auf, es ist schon relativ... spät. Also nicht wörtlich gesehen, dass es spät ist und dass ich ins Bett will, sondern eher die Zeit ist jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten, als sie sein sollte. Nein, eigentlich ist es gerade richtig. Es ist gerade eine ordentliche Folgenlänge. Aber Ebene 16 ist so doof. Also ich mache noch bis zur 18 und dann... Weil 18 ist gut, dann bin ich volljährig. Also dann ist dieses Spiel... Dieser Dungeon volljährig. Nee, eigentlich muss ich auf Ebene 19, dann ist er volljährig. Eigentlich kann man das gar nicht so sagen, weil U16 unter 16... Naja, ihr versteht schon. Ja, du machst wieder den Rotz, dann kann ich jetzt mal einen Silberdorn werfen. Das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt relativ wenig. So, die 17... Weil selbst wenn wir auf U99 sind, heißt es ja trotzdem noch, dass es unter 99 ist. Und wenn es unter 99 ist, dann kann es zwar über 18 halt sein. Allerdings besteht die Möglichkeit genauso, dass es unter 18 ist. Ich erzähle hier auch nur Schrott zwischendurch, hä? Kann das sein? Nein? Nein, doch, ja, nein, 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 überhaupt nicht. Nein, bloß nicht. Nein, ich vermeide sowas tunlichst. Oh, ganz schön viel abgezogen. So, du noch das besiegen und ich noch das besiegen. Dann sammle ich hier noch ein bisschen Knete auf. Denn ich knete sehr gerne. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Muss nicht sein. Früher ja, also damals Stöppelgröße. Weil man einfach seine Kreativität ausleben konnte. Und mehr zu Knete gibt's dann in der nächsten Folge von Pokémon Mystery Dungeon. Tschüss, Freunde!